NDR 4. Zwischen Hamburg und Haiti. Heute Zuckerrohr in Andalusien. Eine Sendung von Einar Schlereth. Der Charme und der Reichtum Andalusiens erschließen sich dem interessierten Besucher nicht auf Anhieb. Im Gegenteil, El Ejido und Marbella könnten ihn in die überstürzte Flucht treiben, zumal ein bisschen Ejido und Marbella überall zu finden sind. Dabei steht El Ejido für das Meer von Plastikgewächshäusern, das einen blendet, sobald man auf der Straße Almería-Málaga bei Agua Dulce das steil zum Strand abfallende Gebirge hinter sich gelassen hat. Und Marbella, nun, das brauche ich nicht zu erläutern. Aber wer sich nicht von diesen ersten, nur allzu sichtbaren Wahrzeichen abschrecken lässt, der stößt abseits der Tourismuspfade auf Landschaften von atemberaubender Schönheit, auf historische und kulturelle Zeugnisse aus allerfrühesten und späteren Zeiten, wie sie in dieser Dichte kaum in einem anderen Land Europas zu finden sind. So wird kaum einer der vielen Touristen, die schon im Mai auf der Küstenstraße durch Motril Richtung Malaga dahinjagen, den Feldern mit halb vertrocknetem, übermannshohem Gras ein besonderes Augenmerk schenken. Viel eher wird er das großartige Massiv der Alpujarras bewundern, das bis zu 2000 Meter aufragt und der Sierra Nevada vorgelagert ist. Dass es sich bei dem Gras um Zuckerrohr handelt, diese Idee scheint absurd. Bringen wir doch allenfalls Ostasien oder Kuba mit Zuckerrohr in Verbindung. Und doch wächst Zuckerrohr in Andalusien schon seit 1000 Jahren. Damals lernten die Europäer erstmals den Zucker kennen. Doch dauerte es noch viele Jahrhunderte, bis breite Bevölkerungsschichten sich den damaligen Luxus leisten konnten. Seit etwa 930 wird im maurischen Spanien das Zuckerrohr im großen Stil angebaut. Auf ihren Eroberungszügen lernten die Araber das Zuckerrohr in der Golfregion kennen. Auch Alexander der Große hatte schon im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in Indien damit Bekanntschaft gemacht, ohne dass dies weitere Folgen gehabt hätte. Doch die Araber, als wissbegierige und experimentierfreudige Leute, wollten ihre neuen Kenntnisse überall anwenden. Sie brachten das Zuckerrohr nach dem Libanon, Jordanien, Ägypten, Zypern, Sizilien, Nordafrika und schließlich nach Spanien. Im trockenen subtropischen Andalusien, südlich der Sierra Nevada, mussten die Bedingungen für den Anbau von Zuckerrohr erst geschaffen werden, vor allem die ausreichende Versorgung mit Wasser. Die Historikerin Sigrid Hunke gibt in ihrem Buch »Alas, Sonne über dem Abendland«, unser arabisches Erbe, eine Vorstellung von den Umwälzungen, die vor über 1000 Jahren in Spanien stattgefunden haben. Der Wohlstand seiner Bewohner war dank der rastlosen Tätigkeit und großen Erfahrung der Araber in der Bebauung und Bewässerung des Landes ständig gestiegen. Sie bohrten Brunnen, legten Hebewerke mit gewaltigen Schöpfrädern von 20 und 30 Metern Durchmesser an. Sie fingen das Wasser aus den Gebirgen in riesenhaften Staubecken bis zu 5 Kilometer Umfang auf, führten es in mächtigen Kanälen und Wasserleitungen über Land, um es in sinnreichen Staugräbenanlagen und Berieselungssystemen über die Felder zu verteilen. So wurden die trockensten, scheinbar unfruchtbaren Hügel und Gebirgshänge terrassiert, durch kammförmig angelegte Furchen berieselt und planmäßig bebaut. Die Bauern wurden in regelrechten Kursen über Anbau und Pflege der neu eingeführten Granatäpfel, Pfirsich, Mandel, Aprikosen und Apfelsinenbäume, Kastanien, Bananen und Dattelpalmen, Melonen und Spargelpflanzungen, vor allem aber über Zuckerrohr und Baumwolle unterrichtet. Jene Pflanzen und Obstsorten also, die bis heute noch einen großen Teil des spanischen Exports ausmachen. Bei meinen Wanderungen durch die Alpujarras stoße ich überall auf die Spuren dieser großartigen Kulturarbeit.
Zwar ließen die Spanier nach der Eroberung des maurischen Spanien einen großen Teil der Bewässerungsanlagen zerfallen, doch inzwischen wird genau an diese Tradition wieder angeknüpft. Täler, die noch vor 10 bis 20 Jahren kahl waren, sind heute fast bis zu den Bergspitzen hinauf begrünt. Als ich im Tal des Rio Verde nach Otíbar hinaufwandere, benutze ich nicht die neu ausgebaute Straße, die in halber Höhe am Berghang entlang geht, sondern den alten Ziegenpfad am Grunde der Schlucht. Diese Pfade waren noch vor 30 Jahren die wichtigsten Verbindungslinien zwischen den Dörfern in allen Tälern. Gewiss, es sind keine bequem ausgebauten Spazierwege, aber die Mühe lohnt sich. Wie besessen zirpen die Zikaden, das Wasser in den Kanälen, zum Teil direkt in die Felswand gehauen, murmelt beruhigend, Eidechsen verschwinden geräuschvoll in Felsspalten, um gleich wieder neugierig ihre Köpfchen herauszustrecken. Im Unterholz und in den schattigen Kronen alter Johannisbrotbäume, in den Steineichen, Tamarisken, Feigen, Kakteen und Oliven singen, piepen und spotten zahlreiche Vögel. In den Grotten fliegen Schwärme wilder Tauben auf, die dort ihre Nistplätze haben. Und am wolkenlosen Himmel steht eine Sonne, die schon im Mai die Kraft unserer Sommersonne hat. Man begegnet Bauern, die auf ihren Maultieren zu ihren kleinen, sorgfältig bestellten Feldern mit Gemüse oder Obstbäumen reiten. Außerdem sehe ich den einen oder anderen Hirten mit seinen Schafen und Ziegen. Man glaubt sich in die Zeit längst entschwundener Epochen versetzt. Im Übrigen gilt noch immer, was Gerald Brennan, der sich schon 1920 als junger englischer Aussteiger in den Alpujarras niederließ und dort eine Reihe unvergesslicher Bücher schrieb, über die Alpujarras zum Ausdruck brachte. Vogelkundler, Insektenforscher und Botaniker werden in diesen Bergen sehr viel Interessantes finden. Besonders die Pflanzenwelt bietet eine große Vielfalt von Arten, die nirgendwo sonst wachsen. 2 Dutzend Pflanzen kommen nur in der Sierra Nevada vor und 100 weitere auch in den angrenzenden Gebirgen, aber in keinem anderen Teil der Welt. In den Tälern, die tief in die Alpujarras einschneiden, werden heute hauptsächlich tropische Früchte wie Avocados und Chirimoya angebaut, die den Bauern neuerdings bescheidenen Wohlstand eingebracht haben. Hingegen wird unten in Motril alles angebaut. In der Vega, wie dieses auf 3 Seiten von Bergen geschützte, äußerst fruchtbare Delta genannt wird, wachsen Melonen, Tomaten, Paprika, Bohnen, Zwiebeln und Bananen, Zucchini und Chirimoyas und Zuckerrohr. Und es waren die Zuckerrohrfelder, in denen ich am frühen Morgen immer die meisten Vögel singen hörte, weil sie dort Schutz und reichlich Nahrung finden. Beheimatet ist das Zuckerrohr in Südostasien, wahrscheinlich Neuguinea. Von dort verbreitete es sich über den indonesischen Archipel und Südchina nach Indien, wo es schon 5000 vor unserer Zeitrechnung angebaut und genutzt wurde. In Indien wurde auch die Methode der Zuckerkristallisation im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung entdeckt. Selbst das Wort Zucker hat sich auf der weiten Odyssee nach Europa kaum verändert. Es geht auf Sanskrit Sakara zurück, woraus Griechisch Sakaron und Arabisch Al-Sukar wurde. Von dem berühmten schwedischen Naturforscher Carl von Linné erhielt die Pflanze schließlich den Namen Saccharum officinarum, das heißt Apothekenzucker. Denn schon in Griechen und Römern war der Zucker bekannt, aber er wurde bis in die Neuzeit in Europa hauptsächlich zu medizinischen Zwecken verwendet. Die Araber hatten daher einen weiteren starken Trumpf in der Hand, als ihnen der Anbau des Zuckerrohrs in Spanien, Nordafrika und Sizilien gelang, nachdem sie schon den gesamten Fernosthandel mit den überaus begehrten Gewürzen kontrollierten. Wenn von den Köstlichkeiten Arabiens die Rede war, dann waren nicht zuletzt die vielen Süßigkeiten gemeint. Außerdem revolutionierten die Araber die Anbau- und die Herstellungsmethoden. Der Agrarexperte Andrew Watson erläutert: Durch die Einführung von Sommerkulturen stellten die Araber die vorislamischen Verhältnisse auf den Kopf. Der Sommer war für die Landwirtschaft im Mittelmeerraum immer eine tote Zeit gewesen, in der witterungsbedingt der Boden brach lag. Erst durch diverse Bewässerungstechniken konnte auch der Sommer in jenen trockenen tropischen Regionen landwirtschaftlich genutzt werden. Ein großer Vorteil des islamischen Weltreichs war die einheitliche Sprache, das klassische Arabisch des Koran. Beflügelt durch die enorme Bücherproduktion fanden neue wissenschaftliche Erkenntnisse sehr schnell weite Verbreitung,
von Delhi und Samarkand über Bagdad und Kairo bis nach Cordoba und umgekehrt. Und gerade die Werke über Agrikultur erfreuten sich großer Beliebtheit. Watson spricht von einer regelrechten Schule der agronomischen Wissenschaften in Andalusien. Diese Wissenschaftler legten verschiedene Schwerpunkte fest. Einerseits das Studium der antiken Schriften und andererseits das Sammeln neuer Informationen vermittels Reisen, Pflanzenbestimmung und Studium der Gebräuche der Völker. Die Gärten, die sie für ihre Herrscher schufen, lassen sich als regelrechte botanische Gärten bezeichnen, die auch Experimentierfarmen umfassten, auf denen damals zum Beispiel schon künstliche Befruchtungen bei Pferden durchgeführt wurden. Ein wesentlicher Faktor der durch die Araber herbeigeführten Agrarrevolution war auch ihre genaue Kenntnis der verschiedenen Böden und der dafür jeweils notwendigen Düngemittel. Gleichzeitig wurden ausgeklügelte Rotationsprinzipien festgelegt. Erst die Neuzeit brachte der Landwirtschaft durch die modernen wissenschaftlichen Methoden des Abendlandes Fortschritte, die heute allerdings vielfach in Frage gestellt werden. Ich mache einen Bummel über den Markt mit seinen verlockenden Düften und durch die Altstadt von Motril, die noch eine Menge architektonische Kostbarkeiten aus maurischer Zeit zu bieten hat. Allerdings hat sie unter der Bauwut der vergangenen Jahre stark zu leiden gehabt. Hinter der Markthalle liegt das städtische Kulturdezernat, mit dessen Chef Dr. Jesus González ich verabredet bin, um mit ihm über die Pläne eines Zuckermuseums zu reden. Es in Motril sabemos a través de este proyecto del Museo del Azúcar que desde el siglo X. Zur Tradition Motrils gehört seit 1000 Jahren der Anbau und die Verarbeitung von Zuckerrohr. Bei der Grundrenovierung dieses Gebäudes stellte sich heraus, dass es sich um eine maurische Zuckerfabrik handelte. Deshalb tauchte bei den durch uns durchgeführten internationalen Seminaren zur Geschichte des Zuckers die Idee auf, hier ein internationales Museum des Zuckerrohrs aufzubauen. Es soll aus zwei Teilen bestehen. Einem präindustriellen Museum in diesem Gebäude, das heißt, in dem die Geschichte des Zuckers vom 10. bis zum 18. Jahrhundert bis zur Nutzung des Dampfes dargestellt werden soll. Und ein industrielles Museum soll in der stillgelegten Zuckerfabrik El Pilar, keine 200 Meter von hier entfernt, eingerichtet werden. Dort soll die Geschichte des Zuckers in den vergangenen 200 Jahren dargestellt werden. Welche konkreten Schritte wurden bisher unternommen? Die Fabrik El Pilar ist zum nationalen Kulturgut erklärt worden. Und das Ganze ist eines der 5 großen Museumsprojekte in Europa. Und im nächsten Jahr werden wir hier in La Palma mit einem kleinen Museum den Anfang machen. Bei den archäologischen Grabungen konnten bisher nur einige Dutzend Quadratmeter freigelegt werden. Dabei fanden sich Reste von Mühlen zur Zerkleinerung des Zuckerrohrs, von Pressen zur Gewinnung des Saftes und Reste eines Ofens, an dem Kupferspuren gefunden wurden. Das bedeutet, hier wurde der Saft in riesigen Kupferkesseln eingedickt. Um einen vollständigen Überblick von dem vorindustriellen Komplex La Palma zu gewinnen, wäre es notwendig, 1000 Quadratmeter Fläche freizulegen. Noch ist auch nicht eindeutig geklärt, ob die Mühle durch Wasserkraft oder Maultiere angetrieben wurde. Fest steht, dass die Bedingungen für Anbau und Produktion in Motril optimal waren, wie ein Experte auf einem Symposium feststellte. Die Ebene von Motril war durch das Gebirge vor kalten Nordwinden geschützt und ihre Schwemmböden waren für das Zuckerrohr optimal. Die Nähe des Gebirges garantierte ausreichende Wasserversorgung und Belieferung mit Brennholz. Obendrein bot die Küstenlage gute Transportbedingungen auf dem Wasserweg, was für die Vermarktung des Zuckers sehr wichtig ist. Hauptsächlich befassten sich damit jüdische und genuesische Händler. Ungeklärt ist auch noch, ob die Raffinierung des Zuckers in der Fabrik selbst geschah oder an einem anderen Ort. Um zu erfahren, wie heute aus dem Rohstoff Zuckerrohr der Zucker gemacht wird, fuhr ich in das 5 Kilometer entfernte Salobreña, ein altes maurisches Städtchen auf einem steilen Felsen gelegen und von einer Festung gekrönt. In unmittelbarer Nähe liegt die Zuckerfabrik. Aus einem hohen Schornstein auf der Spitze des Hügels quillt dicker, schwarzer Rauch.
Doch der Zucker wird nicht etwa unterirdisch in großen Kesseln gekocht, wie es den Anschein hat. Des Rätsels Lösung ist, dass sich der Schlot wie eine Riesenschlange den Hügel hinaufwindet und erst oben sich zu seiner vollen Höhe aufrichtet, damit offensichtlich der Dreck möglichst weit ins Land getragen wird. Juan Aguado, Direktor der letzten Zuckerfabrik Spaniens, erläutert: La caña viene a este parque, ¿no? Sí. Se introduce por ese conductor, estropeada. Der Zucker kommt von dort, wo ihn die Bulldozer auf dieses Fließband hier schieben, das sie der Schnitzelmaschine zuführt, wo sie grob zerkleinert werden. Und dann zu den Mühlen, wo die Feinzerkleinerung stattfindet. Dann wird der Saft ausgepresst und dorthin weitergeleitet. Das, was man hier sieht, heißt Bagasse. Es wird teilweise zum Befeuern der Kessel verwendet und teilweise gereinigt, in Säcke abgefüllt und nach Süddeutschland, nach Stuttgart geschickt, wo die Fasern zu Isoliermatten für die Automobilindustrie verarbeitet werden. Da diese Fasern auch besonders für die Papierherstellung geeignet sind, wurde vor vielen Jahren vor den Toren Motrils mit deutscher Hilfe eine entsprechende Fabrik gebaut. Doch angeblich lohnte sich die Weiterverarbeitung der Zuckerrohrfasern nicht und daher werden der Einfachheit halber die Wälder in der Sierra Nevada abgeholzt. Juan Aguado hat mich mittlerweile über Treppen zu den Calderas, den Dampfkesseln, geführt. Hier herrscht eine extreme Hitze. Bei einer Temperatur von ca. 80 Grad Celsius wird der Saft eingedickt, das heißt, ihm wird das Wasser entzogen. Dabei werden Verunreinigungen nach oben geschwemmt, wo sie durch sogenannte Schlammpumpen abgesaugt werden. Nichts anderes macht jede Hausfrau beim Kochen von Marmelade und Gelee, wenn sie den schmutzig farbenen Schaum mit einem Hebesieb abschöpft. Diese braune Brühe ist ein hervorragendes Düngemittel, das zunehmend zum Verkaufsschlager in Ökoläden wird. Hierzulande wird es allerdings beim Kochen der Zuckerrübe gewonnen, die im Übrigen der größte Konkurrent des Zuckerrohrs ist, obwohl ihr Gehalt an Zucker niedriger ist. Sie kam eigentlich erst während Napoleons Kontinentalsperre gegen England zum Zuge, als aus Lateinamerika kein Zucker mehr nach Europa kam. Immer noch stehe ich vor den zahllosen Kesseln, in denen der Saft jeweils weiter eingedickt wird. Der Sirup ist nach wie vor flüssig, aber schon sehr zäh. Er wird mit Kalkmilch und Aktivkohle aufgehellt, bis sich allmählich die Zuckerkristalle bilden. Juan Aguado lässt einen Arbeiter kommen, der ein wenig dieses zähen Saftes auf eine Glasscheibe tropfen lässt, auf der gegen das Licht betrachtet deutlich die Kristalle zu erkennen sind. Der Eindampfungsprozess wird so lange fortgesetzt, bis klebriger, brauner Zucker übrig bleibt. Nun geht es darum, die weißen Kristalle vom restlichen Sirup zu trennen. Das geschieht in den Zentrifugen. Bei hoher Drehzahl wird der Sirup durch die mit feinen Löchern versehene Kesselwand hinausgeschleudert. Unter Druck wird heißes Wasser hineingespritzt, um die Kristalle weiß zu waschen. Danach fällt der Zucker auf ein Förderband, läuft dann durch eine Trockenanlage, um am Ende automatisch in Säcke abgefüllt zu werden. Ein paralleles Fließband transportiert braunen Zucker. Und bei der Gelegenheit stellte ich dem Direktor die Frage, wieso ist eigentlich brauner Zucker so viel teurer als weißer Zucker, obwohl die Kosten der Produktion eigentlich niedriger sein müssten? Nun, der Zucker ist deshalb so teuer, weil er feucht und schwer zu trocknen ist. Dazu ist eine ganze Reihe von Arbeitsprozessen notwendig, die noch größtenteils manuell geschehen. Trotzdem konnte auch er nicht erklären, weshalb im Laden der Preis für ein Pfund braunen Zucker 6 Mark beträgt, obwohl er ab Fabrik nur 2,50 Mark pro Kilo kostet. 400% Gewinn für den Handel ist wahrlich weit übertrieben, zumal brauner Zucker wesentlich gesünder ist. Was passiert weiter in der Fabrik von Salobreña? Der Direktor führt mich über Treppen und lange Gänge in die Laboratorien. Das Zuckerrohr ergibt ca. 10% Zucker und 2-3% Sirup. Aus dem Sirup wird Alkohol von nahezu 97% Reinheit produziert, der sowohl für Getränke als auch in der Parfümindustrie Verwendung findet. Als wir die heißen Fabrikgebäude verlassen und im Freien auf dem Hof stehen, empfinde ich die Kühle von nur 30 Grad Celsius als äußerst angenehm. Pausenlos rollen LKWs auf den Hof, kippen ihre Ladung herunter und donnern mit viel Getöse davon, um die nächste Fuhre von 20 Tonnen zu holen. Die Saison dauert etwa 100 Tage. Dann haben wir 100.000 Tonnen Zuckerrohr bekommen und daraus 10.000 Tonnen Zucker und 3.000 Tonnen Sirup hergestellt. Und wie lange dauert die eigentliche Ernte des Zuckerrohrs? Die dauert genauso lange, denn es kann nicht auf Vorrat geschnitten werden. Immer nur so viel, wie wir binnen 24 Stunden verarbeiten können.
Denn das Zuckerrohr verliert sehr schnell an Qualität, wenn es länger als 24 Stunden liegen bleibt. Nur die Destillierung von Alkohol kann warten. Das machen wir nach der Saison. Dann wird gleichzeitig die ganze Fabrik praktisch in ihre Einzelteile zerlegt und überholt. Das ist unbedingt notwendig, wenn sie 100 Tage pausenlos und unter Hochdruck Tag und Nacht in Betrieb war. Schon sehr früh am Morgen spaziere ich aus dem Städtchen hinaus und schlage den Weg durch die Felder ein. Es ist angenehm kühl, denn die Sonne steht noch hinter den Bergen. An allen Feldern laufen betonierte Wassergräben entlang, über die das Wasser aus dem Hauptkanal nach genau festgelegtem Plan rund um die Uhr im Stundentakt verteilt wird. Das heißt, jeder Bauer muss nach einem bestimmten Turnus auch nachts seine Felder bewässern. Das hört sich einfacher an, als es ist. Denn selten hat ein Feld eine so exakte Neigung, dass das Wasser von Furche zu Furche geleitet werden kann. Häufig wird schon eine moderne und vor allem eine sehr sparsame Methode der Tropfenbewässerung angewendet, bei der nämlich über einen Schlauch jede Pflanze ihren Teil im Wurzelbereich abbekommt. Und es muss alles bewässert werden. Die Plantagen mit Chirimoyas, Avocados, Aprikosen, Busch- und Stangenbohnen und auch die Invernaderos, die mit Plastik abgedeckten Felder, in denen Tomaten, Paprika, Bohnen, Melonen angebaut werden. Sie sind im Schnitt 1 Hektar groß und geben 2 bis 3 Ernten im Jahr. Wegen ihrer hohen Rentabilität stellen diese Invernaderos die größte Gefahr für das Zuckerrohr dar. Sobald ein Bauer genug Geld für die recht hohe Investition beisammen hat, stellt er auf Invernaderos um, weil die Regierung den Zuckerrohranbau nicht ausreichend subventioniert. Ich komme zu einem Feld, das wohl während der Nacht bewässert wurde, denn die breiten Furchen sind noch feucht. Dort sprießt schon fußhoch das junge Zuckerrohr, während nebenan noch gar nicht geerntet wurde. Da höre ich Schellengeläute und sehe einen Zug Maultiere auf einem schmalen Pfad, geführt von 7 Arbeitern. Sie kommen direkt auf mich zu. Aus der Nähe erkenne ich die Leute, mit denen ich schon tags zuvor gesprochen hatte. Verwegene Gestalten, denen die im Gürtel steckende Machete ein noch wilderes Aussehen verleiht. Ihre Tiere überlassen sie am Wegrand erst einmal sich selbst und, ich traue meinen Augen kaum, sie beginnen ihre Arbeit mit einem Werk der Zerstörung. 2 Mann reißen ein paar Zuckerrohrblätter ab, drehen sie zu einer Fackel, zünden sie an und halten sie an die Pflanzen. Blitzartig verwandelt sich das Feld in ein Inferno aus Flammen und ohrenbetäubenden Explosionen. Während ich noch fasziniert auf das Geschehen schaue, ist das Feuer schon wieder am Erlöschen. Ein echtes Strohfeuer, das nicht einmal die grünen Spitzen des Rohrs angreift. Es dient allein dazu, die Stängel des Rohrs freizulegen, um sie besser schneiden zu können. Und schon beginnen die Arbeiter, um 4 bis 5 Stängel den linken Arm zu legen und sie mit der Machete in der rechten abzuhauen. Dann werden die Spitzen gekappt und die etwa 3 Meter langen Stängel auf einen Haufen geworfen. Ist das Feld abgeerntet, schnüren die Arbeiter die Rohre zu Bündeln und beladen damit die Maultiere. Diese stampfen alleine mit ihrer Last zur Straße, wo ein Arbeiter sie davon befreit. Auf LKWs mit speziellen Greifern werden die Bündel zur Fabrik transportiert. In einer Pause frage ich die Arbeiter, wie lange sie das täglich durchhalten. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y como es como rayo. Como es como rayo. Von 7 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Und unser Essen nehmen wir wieder Blitz ein. Vormittags eine Viertelstunde, mittags 3 Viertelstunden und nachmittags nochmals eine Viertelstunde. Und wie ist die Bezahlung? Pro Tonne 730 Peseten, 12 Mark für das Schneiden und etwas mehr als 800 für das Hinaustransportieren. Und wem gehören die Tiere? Die gehören uns und die kosten auch Geld. Sie zahlen pro Tonne 37 Peseten, 60 Pfennig für ein Tier. Von wem werdet ihr bezahlt? Von der Kooperative der Zuckerrohranbauer. Diese Arbeit wird nämlich von den Bauern nicht gern gemacht. Und was macht ihr, wenn die Saison vorbei ist? Dann müssen wir uns anderswo Arbeit suchen. In den Bergen, auf dem Bau und manche von uns gehen bis nach Frankreich. Die meisten von uns kommen aus den armen Dörfern oben in den Bergen. Aus den Alpujarras, aus Utivar, Guajar. Ich bin schon fast 20 Jahre dabei.
Ich habe mit 26 angefangen, jetzt bin ich 44. Aber andere sind schon mehr als 30 Jahre dabei. Seid ihr kranken- oder rentenversichert oder in einer Gewerkschaft? Nichts. Wir sind nur gegen Unfälle versichert. Sonst haben wir nichts. Man kann 30 Jahre lang an Zucker arbeiten und bekommt nichts danach. Keine Renten, keine Krankenversicherung, nichts. Dem Felipe González müsste man hier mitgeben. Und er macht eine bezeichnende Geste mit der Machete. Nicht dem Felipe, der Regierung und vor allem den größten von allen, dem König. Sie sind offenbar für die niedlichen Geschichten der Regenbogenpresse vom König und seinem Anhang nicht besonders empfänglich. Und das ist verständlich. Denn sie fühlen sich von allen alleingelassen. Von den Gewerkschaften, von der Stadt, dem Land und der Regierung. Und wenn in absehbarer Zeit auch noch die letzte Zuckerfabrik in Salobreña geschlossen wird, weil nicht mehr genug Zuckerrohr angeliefert wird, dann... Ya no lo sé, el problema lo que será. Será un problema bien gordo. Porque la verdad tiene que sembrar. Ich weiß nicht. Das ist ein großes Problem. Dann verlieren wir eine regelmäßige Einnahmequelle. Nicht nur wir, sondern viele tausend Leute mit ihren Familien. Für den coolen Manager der Zuckerfabrik, José Joaquín, stellt sich das Problem gar nicht. Wie steht es mit der Zukunft des Zuckerrohrs? Yo el futuro de la caña lo veo mal. Muy mal. Muy mal porque el agricultor español, el agricultor granadino... Die Zukunft sehe ich schlecht. Es lohnt sich nicht für den Bauern. Da wir uns an den gemeinsamen Markt anpassen müssen, werden die Subventionen weitergekürzt werden. Die letzte Fabrik? Na und? Das heißt, dass sie nur noch eine zu schließen brauchen. Wenn es sich für den Bauern nicht lohnt, dann ist es besser, das Feld brach liegen zu lassen. So viel menschliche Kälte verschlägt einem den Atem. Im Stadtrat von Motril denkt man da freilich anders. Kulturdezernent Antonio Malpica hofft, im Zusammenhang mit dem Museumsprojekt auch die letzten Arbeitsplätze der Zuckerarbeiter retten zu können und damit auch eine ökologische Nische für bestimmte Tierarten zu erhalten. Übrigens, die Ironie der Geschichte will es, dass das Zuckerrohr von hier aus nach Amerika gelangte. Antonio Malpica erzählt, a partir de ahí, los datos exacto, a Cristóbal Colón en su segundo viaje. Bei seiner zweiten Reise nahm Christoph Kolumbus Zuckerrohr nach Kuba und Brasilien mit, wo sich dann der spezifische Kapitalismus Lateinamerikas mit der Sklaverei als Instrument entwickelt hat. Die in etwas anderer Form leider bis heute überlebt hat. Der Franzose Robert Linard schreibt in seinem Buch Der Zucker und der Hunger: Doch mit den großen Fabriken und der Zuckermonokultur für den Export kam die Geißel der Nahrungsmonotonie über das Volk. Jetzt zieht sich das Zuckerrohr bis in die Städte und die Bauern sehen keine andere Nahrung mehr als schwarze Bohnen, den Maniok und ausnahmsweise getrocknetes Fleisch. Keinen Fisch, keine Milch, keine Vitamine. Am meisten betroffen von dem chronischen Hunger und der Mangelernährung sind natürlich die Kinder. Und sie müssen, krank und unterernährt, zum Erhalt der Familie beitragen. Sie sind gezwungen, Zuckerrohr zu schneiden, obwohl sie oft kaum die Machete halten können. Das ist einer der Gründe, weshalb der Zuckerpreis auf der Welt niedrig gehalten werden kann und die miserablen Löhne der Arbeiter in Motril als zu hoch angesehen werden. Deshalb wird sich auf Dauer auch die letzte Zuckerfabrik Europas nicht halten können und es werden wohl auch die letzten Zuckerrohrfelder in Andalusien verschwinden. Auf NDR 4 hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Zuckerrohr in Andalusien. Eine Sendung von Einar Schlereth. Es sprachen Peter Weiß, Stefan Schwarz und der Autor, Technik Uli Porkensee und Angelika Körber, Produktion Barbara Dunkhase, Redaktion Wolfgang Meisenkoten.